Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu der Mystik WG, wo unser Bill gerade ein bisschen abspackt und Tessie sich beeilt, noch zur Arbeit zu kommen. Mila hat gerade im Übrigen auch erkannt, dass sie zur Arbeit muss und Bill hat jetzt sich den Lebenswunschpunkt eingeheimst. Ja, und jetzt joggt er auch gleich bis zur nächsten Ecke und dann wahrscheinlich wieder zurück. Okay, wir nehmen noch den Bogen hier vom Bürgersteig mit. Alles klar. Ja, ist ja gut, Mila kommt doch schon. Ja, Hedi hat sich immer noch nicht angefunden und wir werden gespannt darauf blicken, wann sie uns denn mal wieder beehren wird. Ja, Bill läuft erstmal da hinten um sein Leben weiter und Mila, kommst du jetzt hier mal langsam runter oder brauchst du eine Ewigkeit, ehe du dich umziehst? Das könnte ich mir mal wieder auch sehr gut vorstellen, dass das so lange dauert. Aber wir werden es ja sowieso erleben. Ach, herrje. Gut, Bill, dann lauf mal weiter, bis du dich gleich eingekriegt hast. Aber da kommt Mila auch schon. Sehr gut. Haben wir schon wieder eine Rechnung drin? Nee, Post nehmen. Na, dann nehmen wir doch einfach mal die Post, Bill. Schnapp sie dir. Und Mila ist endlich unterwegs. Gott, wo ist sie denn? Hier unten. Ja, was können wir denn hier machen? Hart arbeiten können wir einfach mal machen, weil unsere Spaßanzeige ziemlich hoch ist. Carsten schreibt schon fleißig an seinem nächsten Roman. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch auf Tessie gekommen. Ich will aber zu Carsten. Ah, mein Fehler. Okay, Carsten hat sich auch gleich mal die Küche als sein Kreativzimmer auserkoren. Und er kann danach mal gleich ein paar Waffeln schnappen und einen Happen essen. Gut, ja, säubern, duschen, alles drin. Dann streichen wir das mal weg und streichen das mit hin. Und soziale Netzwerkefähigkeit erreichen ist auch eine gute Idee. Machen wir auch gleich mal. So, ja, dann mal los, Carsten. Gut, Mila hatten wir eingestellt. Tessie, Aufsätze der, was? Aufsätze der Vorgesetzten benoten. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Aber wir werden mal wie eine Verrückte schuften, damit wir hier noch was auf die Reihe kriegen. Hey, da ist ein Brief für Tessie von Argus Brown. Darin steht, Tessie, ich weiß, dass du eine ganz besondere Person bist und ich es sehr bereuen würde, wenn wir nicht die Chance nutzen, einander besser kennenzulernen. Ja, ganz toll, aber ich möchte dich irgendwie mit Tessie nicht kennenlernen. Du siehst nämlich aus wie ein Werwolf und mit Werwölfen geben wir uns erstmal nicht ab, außer mit Carsten. Und ja, unser guter Bill will jetzt auch zur Arbeit, okay. Kann ich ihm nicht verwehren. Er kann ruhig mal hart arbeiten gehen, so gut wie seine Spaßanzeige ist. Aber er müsste es eigentlich gar nicht. Dann könnten wir uns auch mit Komplizen treffen. Wir lernen vielleicht noch ein paar Leute kennen hier. Ja, Nora, du schläfst ordentlich aus. Ich merke das schon. Also haben wir jetzt hier nur noch Carsten und Nora im Haus, unsere beiden Selbstständigen. Aber so wird es immerhin nie langweilig, ne? Wir haben immer irgendjemanden da, den wir beobachten können. Und müssen den Sims nicht auf Arbeit hinterherrennen. Ja, okay, Carsten, du bist wirklich schnell im Schreiben. Sehr gut. Ja, Olivia Blend macht große Fortschritte. Carsten hat gerade die letzten Kapitel eingereicht und damit 29 Simoleons verdient. Na, wow, Carsten. Aber das kann doch noch ein bisschen schneller gehen. Okay, was ist jetzt passiert? Hallo? Die Mühen von Bill und seine gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Er erhält eine Gehaltserhöhung von 3 Simoleons die Stunde. Hey, ist ja eigentlich gar nicht so übel, ne? Wie viel verdienen wir jetzt? 27 und sind immer noch Level 2, aber das ist ja jetzt nicht so verkehrt. Ich meine, wir werden so oder so befördert, hoffentlich. So, Nora ist auch von den Toten auferstanden und ist jetzt wieder am Malen. Okay, das Bild sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, oder? Sieht aus wie so ein asiatischer Kämpfer oder so, keine Ahnung. Aber wir könnten auch hier mal so eine Party veranstalten, oder? Ich meine, wir haben das perfekte Grundstück dazu, hier mit der riesigen Poolanlage und dem weitläufigen Garten. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, wir veranstalten hier mal eine Party. Aber irgendwie alle unsere Partygänger sind außer Haus. Und Carsten, dem traue ich eine Party veranstalten nicht wirklich zu. Also werden wir diese Aufgabe mal der guten Nora geben. Party veranstalten. Und ja, definitiv was zu essen suchen, würde ich sagen. Weil du hast Hunger, meine Liebe. Könntest auch mal selber ein bisschen Mittagessen servieren. Wie zum Beispiel, ja, was eigentlich? Gelee-Sandwiches. Die passen immer auch zum Frühstück notwendigerweise. Dann streichen wir das mal weg, damit wir die Party schnellstmöglich organisieren können. Ah, was wollen wir eigentlich für eine Party feiern? Das ist auch so eine ziemlich gute Frage eigentlich. Dann zeig uns mal das Menü, unsere liebe Nora. Ja, danke. So, Einweihungsparty brauchen wir nicht wirklich. Wir hätten gerne eine Geschenkeparty, Saftparty, Lagerfeuerparty. Eine Poolparty würde eigentlich ganz gut passen. Dann kaufe ich uns noch eine Rutsche und so. Das Ganze machen wir mal für 18 Uhr. Dann sind die meisten auch wieder zu Hause. Und Badebekleidung ist schon ganz gut. Wir könnten sie hier einladen. Eigentlich können wir alle einladen, weil alle, die wir hier kennen, die passen in unsere Party-Com-Liste.
Dann finden wir vielleicht auch noch ein paar neue Freunde in der super Nachbarschaft hier. Yay, die Poolparty beginnt um 18 Uhr. Vielen Dank. Yay, was hast du für ein Sternzeichen? Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Ja, ich bin ja mal gespannt, Carsten, ob du dich mit dem Geist anfreunden würdest. Wir werden es erleben. So, säubern. Ach so, das hatte ich ja Carsten dann schon aufgetragen, ne? Dann kannst du mal hier hinten duschen kommen, Nora. So, du möchtest natürlich auch eine tolle Party veranstalten. Dann streiche ich dir mal lieber das hier hin. Und die streiche ich dir mal weg. Die ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und, ah, Bill, du hast schon wieder dein ganzes Irgendwas hier gelassen. Ist das ein Geschirrspüler? Ja, wo ist denn hier diese... Da ist sie. Da. Rein damit. Ah, ja, so, jetzt müssen wir irgendwie nur noch was hier für die Klamotten finden. Gut, hier ist auch gleich der Wäschekorb. Sehr schön. Hab schon Angst gehabt, der ist hier nicht. So. Ja, haben wir auch gleich ein bisschen Ordnung geschaffen, meine Güte, hier kurz vor der Party. Aber ich würde sagen, wir gestalten erstmal hier ein bisschen den Garten um, damit wir hier uns auch wohlfühlen können. Und da wir hier so eine schöne, offene Terrasse noch haben... Okay, wer hat hier gerade irgendwas gemacht? Carsten hat soeben ein paar weitere Kapitel, bla bla bla. Können wir jetzt auch gleich mal hier in den Kaufmodus und uns ein paar schöne Gegenstände für unsere Party besorgen? Haben wir eine Stereoanlage draußen? Ich weiß es nicht, aber ich mache jetzt erstmal hier alles für die Party fertig. Partys. Also als erstes wäre mal so ein cooler Tisch hier nicht schlecht, damit wir auch was zu essen schnappen können. Ja, den stellen wir mal am besten hier so mit hin. Dann können sie wenigstens von allen Seiten kommen, wenn sie das möchten. Brauchen wir noch irgendwas Besonderes? Eigentlich ja nicht so Beleuchtung und sowas. Ich meine, wir sind draußen, was brauchen wir da an Beleuchtung? Eine Bar wäre vielleicht nur noch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß nicht wirklich, ob wir eine Bar brauchen, wisst ihr? Weil eigentlich brauchen wir gar keine Bar. Können wir uns einfach so eine normale Bar hier mit reinstellen? Weiß nicht, ist das okay so? Stellen wir einfach noch eine Bar hier mit hin und dann kommt der Rest einfach mit Tischen und Stühlen. Ja, so ein Normalo-Tisch. Ja, komm, so ein Normalo-Tisch ist gut. Und dann kommen ja auch diese Stühle, die wir bereits im Garten haben. Die hatten wir hier um den Grilltisch geschwungen, wollte ich gerade sagen. Aber gepackt wäre, glaube ich, sinnvoller, das Wort. So, dann gehen wir mal hier kurz auf Einfärben. Das könnte mit dem Holz ein, zwei Minuten dauern. Aber dann haben wir wenigstens alles passend zum Garten gestaltet. Ja, so ist es. Oh mio, es dauert immer ewig, wirklich. Aber wir haben eine schöne Party-Location, ne? Und was wollte ich noch bauen? Am Pool wollte ich noch was bauen, ne? Haben wir überhaupt einen... den Whirlpool haben wir in der Mitte, dann kommt der Pool. Ja gut, was anderes fällt mir jetzt auch nicht wirklich dazu ein. Dann können wir die Bar hier vielleicht noch ein bisschen einfärben. Das ist wenigstens jetzt hübsch, nicht wirklich. Ja, komm, doch, die lassen wir jetzt aber mal so. So, dann komm mal her. Dann stellen wir dich noch hier mit dran und hier mit hin und, ja, komm mal hier mit her. So, dann stelle ich den mal hier so ran. Direkt an der Tür, obwohl ich würde es einfach mal so hinstellen, weil es dann auch noch passt. Und dann können wir den hier ein bisschen mehr in den Raum stellen und kriegen dann nochmal vier Stühle ran. Dann kann sich hier keiner beschweren von wegen, hey, ich passe hier nirgendwo hin und kann mich nicht hinsetzen und was essen. Also ich glaube, hier in der Mystik-WG könnten wir öfters Partys feiern, weil das Haus ist wirklich gut dafür geschaffen. Lampen habe ich hier auch überall platziert, das heißt, die Leute sehen auch etwas. Gut, also können wir hier an der Sache auch schon mal essen. Hier wäre eine gute Tanzfläche eigentlich, ne? Das wäre schon ganz cool. Aber ich wollte hier eigentlich so Gartenfläche an sich lassen. Und wenn wir hier ein Pavillon hinstellen oder so? Das wäre vielleicht auch ganz cool. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Ich kann mir einfach mal ein paar Säulen angucken. Hier so eine Normalo-Säule. Wäre eigentlich schon ganz cool, wenn wir hier so ein Pavillon hinstellen würden. Machen wir hier noch so ein Teil hin. Und hier jeweils nochmal zwei. Das müsste eigentlich von der Breite auch hinhauen. Dann würde ich hier einfach so einen Zaun mit hinstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier nehmen soll. Ja, was holst du denn da jetzt rum, bitte? Okay, dann müssen wir anscheinend hier erst einen Boden reinziehen. Ah, das ist ja nicht weiter schlimm. So, ich ziehe es jetzt erstmal hier so drüber. So, aber warum fügt sich hier kein Netz ein? Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig, aber naja, okay, brauchen wir jetzt erstmal auch nur so. Okay, das habe ich jetzt gerade verkehrt rum angestellt. Nicht so intelligent. Man sollte immer von der anderen Seite anfangen, damit man auch mal da was platzieren kann, ohne die Richtung zu wechseln.
gut, dann zieh dich mal hier noch drüber, liebes Dach. Und dann werden wir hier mal schnell einen Zaun drüber hauen. Ja, aber ich glaube, wir bleiben wirklich bei diesem Dünnzeug hier, ne? Alles andere sieht irgendwie doch schon blöd aus. Ja, ich würde es im Prinzip so lassen, aber wir färben das Ganze mal vorher am besten noch ein. Gut, dann schnappen wir uns mal die Treppe, würde ich sagen. Lassen wir mal wieder das Mauerwerk laden und färben erstmal hier dieses wundervolle Säulchen ein. Ja, ich sehe schon, wir verbringen den halben Part jetzt hier, die Mystik-WG ein bisschen umzubauen. Aber dafür haben wir hoffentlich im nächsten ein wenig mehr Spaß. So, dann hier noch das tolle Zäunchen. Na, komm. Komm. So, sehr schön. Gut, dann können wir das hier jetzt auch endlich langziehen, wenn ich das jetzt mal irgendwann wieder gegriffen kriegen sollte. Hallo, warum lässt sich dieser blöde Zaun nicht greifen? So, dann können wir das hier einmal komplett so rüberziehen. So, wir haben 7. Das ist natürlich blöd jetzt von der Zahl her. Ja gut, dann hauen wir einfach mal hier so ein Dreieck rein. Und ziehen es mal hier lang und mal da lang und mal hier rüber. Und dann mal auf die Seite. Das sieht so ein bisschen ansatzweise aus wie ein Spinnennetz. Aber auch nur ansatzweise. Gut, dann können wir hier nochmal in die Richtung gehen und hier nochmal was durchziehen. Dann ziehen wir einfach hier auf jeder Seite nochmal irgendwie was durch. Dann ergibt es auch wenigstens halbwegs ein schönes Muster. Hatte ich das so? Ja, gut. Dann hier nochmal lang und hier nochmal lang und hier nochmal lang. Gut, dann haben wir ja unser Muster auch so weit gefunden. Ja, nee, da wollte ich jetzt eigentlich keins. Ich wollte es hier nochmal lang ziehen. Gut, scheint ja super zu funktionieren. Und hier unten auch noch. So, dann haben wir unser Muster fertig und können mal die ganze Sache hier entfernen. So. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern mir das taugt. Weil das halt ein bisschen komisch aussieht. Kann ich die Säule so platzieren, dass mir das auch gefällt? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann nehme ich die hier gleich mal dafür. So. Und dich will ich nicht, und dich will ich nicht, und dich will ich nicht, und dich will ich auch nicht, und dich auch nicht. Ich will nämlich nur Säulen in dieser Farbe, und deswegen platziere ich das jetzt einfach so nochmal neu. Geht schneller, als alles einzufärben und zu platzieren. So, jetzt habe ich wieder meine Regel gebrochen, das alles in der richtigen Reihenfolge zu platzieren. So, das müsste eigentlich auch so hinhauen, und du hier jetzt letztendlich auch. So, ja, aber von der anderen Seite aus sieht es dann schon wieder nicht so passend aus. Ist auch mal wieder total blöd. So, sehen die jetzt halbwegs alle gut platziert aus? Nicht wirklich. Hier sieht es nämlich auch schon wieder doof aus. So, also ich glaube, ich kann es mir hier in keinster Weise recht machen, damit es auch gut ausschaut. Ja, also egal, wie ich die hier platziere, von irgendeinem anderen Winkel aus sehen die wieder falsch platziert aus. Vielleicht sollte ich einfach mal auf den Fußboden achten, weil da müssten die ja dann eigentlich genau reinplatziert sein, auch von der oberen Seite weg. Ja, das haut hin. Das hier kann ein bisschen weiter nach da und das sieht mal irgendwie völlig aus der Bahn geworfen aus. So. Ja gut, jetzt haut es hin. Mir gefällt es soweit. Dann können wir da jetzt auch noch einen Boden langziehen. Ja, gefällt mir das? Ich weiß es noch nicht wirklich. Gut, dann ziehen wir den Boden mal noch bis hier rüber. Und den Rest ignoriere ich einfach mal ganz gekonnt. So, ja, gut. Dann gehen wir mal hier zur Einrichtung zurück. Und ich muss mal kurz dieses Gitter ausblenden, weil das mich ein bisschen stört. Aber das obere bleibt trotzdem. Dann muss ich mal eine Etage tiefer gehen und dann sehe ich das auch schon so, wie ich das sehen will. Ha, was stellen wir da jetzt noch hin? Ich würde eigentlich hier noch diese länglichen Teile mit hinstellen, weil ich die so optisch ganz gut finde. Und die, denke ich mal, einen ganz guten Effekt erzielen, was so die Beleuchtung noch angeht. So, dann hätte ich gerne noch so eine Tanzfläche. Ich glaube, wir kriegen hier auch nur die kleine hin. Die große ist, glaube ich, zu groß. Ja, jetzt schon, jetzt wo wir die Teile damit hingestellt haben. Na, ganz toll, dann müssen die mal kurz weichen. So, stelle ich mal hier mit hin, da ist die Säule im Weg, na toll. Ja, so ergibt es auch Sinn. Kann ich die da jetzt noch hinstellen? Nee, natürlich nicht.
Das ist so typisch, ehrlich. Ja, aber da will ich sie nicht hinstellen. Das sieht ja mal mega blöd aus. Dann muss ich jetzt mal cheaten. Weil dann kann ich das da auf jeden Fall mit hinstellen. Und da tanzt eh keiner an der Ecke. Das wird hoffentlich keine Probleme weiter geben. Oder kann ich das auch noch hier richtig in die Ecke stellen? Dann haben wir da erst recht keine Probleme. Nein, du sollst dich nicht drehen. Du sollst da einfach nur in der Richtung stehen und dich dort mal amüsieren. So. Gut, haben wir das auch wieder deaktiviert. Dann färbe ich das Ganze jetzt noch irgendwie in der Farbstimmung hier. Ja, ich färbe es einfach mal komplett grau. Kann ja jetzt nicht so schaden. Ja, schick. Man sieht, es ist eine Tanzfläche. Man sieht, es führt dort einen Weg hin. Das ist schon okay. Oder? Ich meine, das ist okay. Ha, jetzt ist das hier wirklich ein halber Baupart geworden, obwohl ich das gar nicht wollte. Naja, ein bisschen ungünstig. Aber ich will da die Mauer drin haben. So, also wieder aktivieren hier. Warum kannst du das da immer noch nicht reinziehen? Du bist doch blöde. Kannst mir nicht erzählen. So, ich will da jetzt die Mauer drin haben. Ich will, dass es alles schick umschlossen ist und hinhaut. So, das haut hier exklusiv. Ja, klar, ihr wollt mich doch hier alle verarschen, ehrlich. So, jetzt geh mal hier nach vorne und du nach da, damit ich da diese blöde Mauer platzieren kann. Ich will doch nur ein kleines Stückchen nochmal einrahmen. Und ihr verarscht mich hier einfach mal komplett. Kann ja nicht sein. So, du musst auf jeden Fall hier drinnen stehen und hier hinten im Kasten mit rein. Gut, und für dich geht dasselbe, so in etwa. Gut, und du stellst dich jetzt wieder damit hin. So, also, alles ist wieder gut. kann ich das jetzt deaktivieren, ohne dass die Pflanzen sich gleich nicht platzieren lassen? Ich hoffe es ja einfach mal, weil sonst haben wir gleich hier wieder so ein Problem. Aber die Pflanzen sind da wesentlich unkomplizierter als die Säulen. Sehr schön. Ja, also ihr seid ja, wie ich jetzt mitbekommen habe, einer geteilten Meinung, was diese Baufolgen betrifft, weil von wegen, ja, let's play, da kannst du doch nicht immer nur bauen und so. Und im Prinzip kann ich es ja auch, weil eigentlich bedeutet das Let's Play ja nichts anderes, als dass wir das Spiel spielen. Und wir spielen das Spiel ja auch, wenn wir bauen, nur dass wir da halt nicht so viel Gameplay an sich mit dem Live-Modus haben. Also sehe ich da eigentlich kein so großes Problem drin. Es wäre auch cool, wenn wir die hier genauso platzieren könnten, ne? Das wäre auch cool. Geht das? Das ging gerade, oder? Das ist ja cool. Kann ich die ein bisschen... Verschiebe ich die ein bisschen nach hier? Dann sieht es zwar nicht mehr ganz so synchron aus, aber wenn es hier noch so lang gehen würde, würde es echt cool ausschauen, ne? Hihi. Finde ich ja toll. Mache ich das mal hier komplett so lila. Ist ja nicht hübsch. Hihi. Ja, ich freue mich hier wieder um zwei, drei Pflanzen, die da stehen. Ah, du hier gefällst mir noch nicht so ganz, weil du blockierst irgendwie einer anderen Pflanze den Weg. Und es kann ja mal nicht sein, dass du so unkollegial bist. Ja, ne, ich baue jetzt einfach hier so ein bisschen Überlänge, diese Folge. Deswegen wird die jetzt einfach mal ein bisschen länger gehen, damit ihr noch seht, wie ich hier baue. Wen es nicht interessiert, der kann ja einfach abschalten. Da bin ich ja mal nicht so und sage, das müsst ihr unbedingt sehen, sonst verpasst ihr was. Ihr werdet ja einfach im nächsten Part sehen, wie das Ganze dann ausschaut, wenn ihr es nicht sehen wollt. So, dann stell dich jetzt mal bitte dahin, sei so nett. Hallo, du warst doch gerade schon grün. Ich weiß, dass das geht. Stell dich dahin. Ich klicke jetzt einfach so lange, bis sie sich irgendwie hinstellt. Aber irgendwann verliere ich da meine Geduld, ne? Weil... Ah, da war's. Da. So. Die Pflanze ist platziert. Sehr schön. Ja, und hier will ich irgendwie kein Beet haben. Das kann meinetwegen so bleiben. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich das Teil mal hier rüberstellen. Dann bleibt das wenigstens alles so hübsch. Und dann können wir uns hier unsere Mauer schnappen und das mal hier lang ziehen. Und jetzt wird mich hier wieder diese Säule nerven. Tschüss, Säule. Dann ergibt es hier wenigstens noch ein schönes Gesamtbild. So, dann machen wir die hier mal weg. Und dann können wir den Rest hier noch mit platzieren. So, aber ich habe noch den Cheat aktiviert, ne? Das muss ich auch noch rückgängig machen. Genau, stell dich da hin. Und wir gehen hier mal auf Off. Genau, okay, dann habe ich ihn schon deaktiviert. Ich kriege das immer gar nicht mit. Das ist manchmal ein bisschen nervig. So, platziert euch alle mit hin. Da-da, da-da, da-da. Gut, und dann können wir jetzt hier noch die letzten Pflanzen mit rein platzieren. So. Schick. Und dazwischen immer noch mal so ein blaues irgendwas. So, yay, so gefällt mir das Ganze. Wir haben jetzt hier eine Tanzfläche, da muss jetzt nur noch eine Stereoanlage dazwischen. So viel zum Thema, wir haben einen kleinen Puffer an Geld. Nein, ich gebe schon wieder jegliches Geld für alles aus.
ganz top. So, das werde ich aber auch gerne nochmal in Grau, das Ganze. Ziemlich gerne sogar. Haben wir das Teleskop in den Grautönen? Ich weiß es gar nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Na, so, Teleskop, komm mal her. Ja, wir haben es in den richtigen Grautönen. Sehr gut. Dann mal schnell noch hier die Stereoanlage eingefärbt und diese komischen Teile hier auch. Dann glänzen die wenigstens nicht mehr so arg. So, sehr schön. Dann haben wir die Musikanlage, eine Tanzfläche. Wir brauchen noch so ein Saftfass aus wildes Studentenleben. Wo war denn das? Auch bei Party oder bei dem... Ah, genau, hier ist es. Eine angenehme Farbe wäre auch nicht schlecht. Also wenn wir den ganzen Spaß gleich nochmal einfärben, stellen wir das hier mit hin? Ich würde fast sagen, ja, oder? Können wir doch eigentlich hier mit hinstellen. Das sieht irgendwie blöd aus, oder? Also ich finde, das sieht irgendwie doof aus. Ich überlege nämlich gerade, ob ich nicht das alles ein bisschen verändere. Okay, also ich überziehe die Folge jetzt wirklich mal maßlos. Weil mir das so einfach mehr gefällt. Mache ich die noch bis hier hin? Nee, ich lasse das weg und lasse es gleich damit abschließen. Und du kommst auch noch hier mit hin. So, dann haben wir jetzt hier den Rahmen soweit dafür geschaffen und können hier jetzt das Saftfass hinstellen, weil es jetzt eh keine Sau mehr interessiert, wo das Ganze hier lang geht und wer da langlaufen muss. Sehr gut, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Ja, gut, dann haben wir jetzt eigentlich hier unser Party-Ding erreicht. Jetzt muss ich hier nur noch ein paar Lampen platzieren, damit es hier alles nicht im Dustern bleibt. So, da lässt sich keine platzieren, aber dort und hier in der Ecke können wir auch noch eine hinstellen. Hier auch noch? Oh, das wäre zu viel. Okay, haben wir hier schon eine? Ja, da haben wir auch schon eine. Gut, dann müsste das eigentlich so weit hinhauen und wenn es hier zu dunkel wird, haben wir ja immer noch die Superstrahler hier. Noch irgendwelche Effekte? Brauchen wir irgendwelche Effekte? Also diese kleinen Effektteile hier, die finde ich eigentlich immer ganz cool, so für Seifenblasen und so ein Zeug. Stelle ich einfach mal hier mit rein. Die kann ich ja gleich noch irgendwie weiß einfärben, damit man es nicht weiter sieht. So, passt hier irgendwo so ein Teil rein? Irgendwie nicht so. Ja, das ist dann natürlich blöd. Wenn ich hier mit Dings arbeite, ja, wenn ich mit Alt arbeite, dann funktioniert das. Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, man kann Teile verschieben, auch nicht innerhalb des Netzes und in alle möglich drehenden Punkte, indem man die Alt-Taste gedrückt hält. So, dann ist das jetzt alles schön stimmig und harmonisch, so wie ich es mag. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich in den Live-Modus zurück. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, was wir hier noch irgendwie gebrauchen könnten. Und ja, dann würde ich an der Stelle hier erst einmal Schluss machen. Also finde ich das hier mit dem Netz drüber komisch, da die Säulen so doof platziert sind in jede Richtung. Aber ihr habt ja gesehen, was das für ein Theater mit den Teilen ist. Ich lasse es erstmal so stehen, ist okay. Und ja, dann bis zum nächsten Part und ciao!